Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Mühlenkreis Mittelland. Ich will immer noch, also immer noch Neu-Mini-Bohnen sagen, ich muss aufpassen. Ich bin der Schotti von der Test-Area und es ist so, wir haben 73.956 Euro auf dem Konto und wir haben in unserem Fermenter, den wir gebaut haben, 105.000 Liter Silage. Das ist schon viel. Ich würde jetzt erstmal anfangen, die Silage zu verkaufen. Wobei das Problem wieder ist, von den Traktoren, die ich habe, brauche ich wieder einen, weil ich da so einen Gedankengang habe. Hier passen 26.000 Liter rein und hier passen 18,5 rein. Ja, ich werde die Silage also mit dem schnelleren Traktor und der Hilfe des Ladewagens erstmal fahren. Obwohl ich den Ladewagen gleich brauche noch. Naja. Wir fangen erstmal an. Was ich machen möchte, also klar, Geld verdient. Und zwar, wir können nochmal eben einen Blick riskieren, wenn wir die Silage verkaufen, ne? Die Biogasanlage war ein Flop. Die Biogasanlage 99 kW, ich war da noch nicht. Naja, Fermenter zählt nicht. Der Verkauf alles Container, den benutzen wir nicht. Ansonsten haben wir den Viehhandel 539.000. Warum ich an der Biogasanlage nicht verkaufen konnte, ich habe keine Ahnung. Ob ich an der kleinen was verkaufen kann, die taucht ja noch nicht mal irgendwo auf. Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einfach mal die kleine Biogasanlage. Ja, wo war die? Die war ja hier nirgends. Da hinten. Die war ja hier nirgends verzeichnet. Moment. So, also hier befindet die sich, ne? Ich werde mal hinfahren mit dem Traktor und der Silage. Und wenn ich hier abkippen kann, was ich nicht glaube, können wir das mal versuchen anzubinden. Aber die große BGR hat schon nicht funktioniert. Ich befürchte, dann wird die kleine BGR auch nicht funktionieren. Erstmal holen wir uns ein bisschen Silage. Und dann gucken wir weiter. Würde ich sagen. So, Gas, Silage. Machen mal voll. 14.333 Liter. Dann ist hier Schluss wegen dem Gewicht. Das ist auch wieder spannend. Na gut. Fahren wir mal gucken. Es ist schon also ein Stück zu fahren zu dieser BGA, weil man da einen großen Kurs um den Pudding drumherum fährt, ne? So, mal schauen. Das ist der Abladetrigger. Ne, kann ich auch nichts abladen hier. Ist also auch für die Katz. Ja, dann brauche ich die BGA hier auch erstmal nicht anbinden. Die werden wir da werden wir wohl tatsächlich dann erst laden können, abladen können, wenn wir die besitzen. Jetzt bin ich ein bisschen doof gefahren, aber ich wollte mal durch das Silo hier durch. Erstmal mache ich das.
Dann ist es wohl doch besser, nicht den Ladewagen zu nehmen, sondern den anderen Anhänger, weil da mehr reinpasst. Ne? Ich fahre mal hier durch Silo. Ne, hier kann ich auch nicht abkippen. Ist klar. Also, wir fahren mal zum Viehhandel. Da werden wir das Zeug los. Für Geld. Dann zurück zum Hof und dann geben wir ihm den anderen Anhänger. Da passt mehr Silage rein, weil den Ladewagen, ja, den würde ich dann gerne für was anderes noch benutzen. Läuft. Die Wiese da, ne? Also hier. Einige haben das mit zu dem Feld nebenan dazu genommen. Mich würde mal interessieren, wie viel Liter Gras ich da jetzt kriege, wenn ich das mähe. Ich werde das von Hand mähen. Und die Schafe brauchen nur Gras. Und dann könnten wir damit Wolle verdienen. Ach, wenn wir erstmal Tiere haben, kommen wir schon wieder in diesen Versorgungsengpass, ne? Nee. Lass das noch sein mit den Tieren, Shorty. Ja. Warte noch. Wenn ich jetzt erstmal anfange mit den Tieren, dann muss ich mich auch jeden Tag um die Tiere kümmern. Dann ist das jetzt überhaupt dumm, was ich mache. Also, nee. Nee, nee. Wir werden noch eine Nacht schlafen. Weil ich brauche A, Geld, um mich zu erweitern, und B, kann ich dann Rasen mähen, wieder, also Gras mähen, und gleichzeitig Geld verdienen. Das ist ja der Vorteil, wenn ich keine Tiere habe. Ich kann jetzt spulen, so oft ich will, ohne zwischendurch anhalten zu müssen, weil die gefüttert werden wollen. Ich muss auch noch mal gucken, jetzt schneit das auch noch, ne? So, Gras ist hier. Gelb ist der Erntezeitraum. Gras kann man also das ganze Jahr ernten. Das ist schon mal gut. Es ist dunkel und es schneit, weil es ist Dezember. Ich sehe so viel. So. Braucht noch einen Tag. Es braucht noch einen Tag, 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 Tag. Wem soll das auch kriegen? Wo ist unser Trecker? Da ist unser Trecker. Das Dunkel, ne? Ey, das ist so. Ah, ich weiß nicht warum. Ich kann Nachtschicht sowas von gar nicht ab, ne? Gar nicht. Null nada niente. Bing. Sterne im Himmel. Oho. Jetzt ist schon wieder hell. Im Januar ist um 8 Uhr hell. Im Dezember ist um 8 Uhr dunkel. Das ist, ja. So ist das. Ich müsste sie jeden Augenblick Geld geben. Kohle, Zaster, Pinsen. Ups. Oh, sieht ein bisschen gefroren aus, ne? So, immer noch im Wachstum. Ach, es wächst einfach nicht weiter, ne? Es wächst einfach nicht weiter. Im Winter. Hm.
Habe ich schon erwähnt, dass ich froh bin, dass wir keine Tiere haben? Ja. Also, wir brauchen nicht nur Gras für den Fermenter, wir brauchen auch Gras für die Schafe. Wobei, 8000 Einnahmen, 806 Euro Umweltbewertung. Ja. Kommen wir mal zurück. Wobei, wenn wir noch ein drittes Grasfeld haben, wo wir sagen, da mähen wir dann ab und zu für die Schafe. Und solange die Schafe genug Gras haben, nehmen wir das auch für den Fermenter. Dann können wir nämlich mit den Schafen schon anfangen. Ach nee. Guck mal. Es schneit, es schneit, es schneit. So. Ah, das hört sich auch so an. Husch, krasch, krachts, krächts, knack. Und Stufe 2 von 3 im Wachstum. Krack, 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 krack. Ja, man müsste quasi eine richtige Winterpause machen, ja? Wo ist denn jetzt unser Trecker? Da kommt er. Komm ja nicht ins Schleudern. Hier gibt es keinen Winterdienst. Den Winterdienst sind wir. Das ist das erste Mal in einem der Projekte von mir, dass da Schnee liegt. Ne? Okay, wir müssen so lange weiter vorspulen. Ich habe ja gesagt, ne? Gott sei Dank, da wir keine Tiere haben, geht das. Bis wir wieder Gras ernten können. Ach, ich hätte vielleicht den Schnee fotografieren sollen. Naja. Weg ist er wieder. Der Schnee. Komm, beeil dich. Erntereif. Im März. Im März erntereif. Und dann verändern sich die Feldwerte wieder nach der Ernte. So, also ein drittes Feld für Gras für die Schafe, dann Schafe holen für Wolle. Komm mal her. Den Ladewagen stelle ich mal hier wieder unter, bis der gebraucht wird, damit er mir nicht im Weg steht. Ich könnte jetzt den anderen Mulcher kaufen, fällt mir mal so ein. Das heißt, den Mulcher wegbringen, neuen Mulcher kaufen. Aber das kann ich auch, wenn ich alles verkauft habe. Das kann ich auch dann. So, Anhänger. Größerer Anhänger für weniger fahren wäre auch toll. Warten wir ab. Warten wir ab. Ja, ich, ihr Reflex ist jetzt wirklich Schafe kaufen. Aber das ist es nicht, wo wir dann jetzt finanziell große Sprünge mitmachen können. Kann man den... eventuell... eine Werkstatt drin? Ja. Kann man den eventuell noch vergrößern hier? Konfigurieren? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee. Der bleibt zu klein.
Was wir machen müssen, ist wieder Land besorgen. Land ist A und O. Ja, dann bleibt es dabei. Dann bleibt es dabei. Produktion, Fermenter abholen, die Handel, Silage ist drin. Dann lassen wir den fahren, um Geld zu verdienen. Wir werden dann jetzt anfangen, wieder unsere Wiesen zu mähen. Und dann müssen wir nach der Ernte, wenn die Wiesen abgeräumt sind, wieder gucken, wie denn die Befindlichkeiten unserer beiden Wiesen sind. Und ich denke, es wird an der Zeit, dass wir auch... Tausche ich das Schneidwerk jetzt um? Ja, nee, ich habe ja noch keine kräftigeren Traktoren. Ach, das ist auch wieder so ein Ding. Ich habe nur zwei Trecker. Naja, wir werden jetzt erstmal die Silage verkaufen und in der Zwischenzeit werden wir unsere Wiesen beackern. Dann müssen wir halt sehen, dass wir in der Tat Missionen machen, um Geld dazu zu verdienen. 70. Feld 70, Kurs laden. Mehr 8,4 und oh und los. Es wäre schön, schon Tiere zu haben, muss ich ja sagen, wegen der Gülle, wegen dem Mist, wegen der Wolle, aber wie gesagt, da muss man die täglich versorgen und alleine die Kühe kosten täglich dann Mischration. Zwicken, Leute. Zwicken. Ich denke, wir expandieren erstmal. Da habe ich ja förmlich drauf gewartet. Ich will das mal hier ein bisschen bearbeiten, wo ihr auch dabei seid, ne, damit ihr das seht. So, ich nehme mal hier die Kollision raus. So. Damit kann man hier dann auch um die Ecke, ohne dass ich gezwungen bin, den Zaun zu zerstören, ne? Der Zaun kann bleiben. Aber die Fahrzeuge kommen halt drumrum. Die Laternen haben hier übrigens keine Kollision. Die Schilder auch nicht. So, und mal, ob der Baum dann im Weg steht, das werden wir im Nachhinein sehen. Sollte dem so sein, können wir dem immer noch auf die Pelle rücken. So, der geht jetzt Geld verdienen. Der beginnt hier für uns zu mähen. Ja, und die kleine BGA funktioniert leider nicht. Wir sind jetzt schon im März wieder. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns mal, während wir unsere Wiesen hier beackern, binde ich die mit ein. Nee, ich lasse das. Während wir unsere Wiesen hier beackern, können wir mal gucken mit Missionen, dass wir da an Kohle kommen, Felder auch angebunden bekommen und damit wir hier auch weiterkommen. Ach, guck mal, was ich vergessen habe. Genial! Und abschließen. Nochmal 15.000 Euro für uns. Ich wollte nach dem Eumel hier gucken, dass der die Silage verkauft und habe vergessen, die Mission abzugeben. Ist ja auch nicht schlecht. So. Ja, auch die kleine BGA ist ohne Funktion.
Finde ich auch nicht witzig, aber es ist wie es ist. Und da kommen wir dann ja auch mit klar. Wie wir weiter vorgehen, sehen wir dann, wenn der Tag um ist. Der Tag ist dann um, wenn unsere Felder bearbeitet sind und die Missionen, die ich dann angenommen habe, erledigt sind. Und dann entscheiden wir, was kaufen wir für ein Feld. Was hauen wir da drauf? Ja, ich verdiene wir auch schneller Geld. Das ist hier so die Frage. 9.663 Einnahmen Ernte, 941 Bewertungsbonus. Wir müssen ja dann hier, wenn wir mal gucken, auf der Wiese, wir haben jetzt eine Bewertung aktuell von 82. Bodenbearbeitung ist noch nicht umgeschwenkt. Warum? Warum kriege ich keine Umwelt? Ah, näher ran. 87, 79. Okay. 79, 87, das verändert sich dann noch. Gut, wenn der hier fertig ist. pH-Wert ist okay, Stickstoff ist perfekt immer noch. Das ist da, wo er gemäht hat. Da, wo er noch nicht gemäht hat, haben wir ein bisschen andere Werte. Stickstoff ist gut mit 45, 50. Teilweise perfekt. Ja, da müssen wir uns dann mal rantasten. Wie das ist, vor allem eine Wiese beackern ist was anderes als ein Feld beackern. Dann werden wir, wenn der hier fertig ist mit Ernten, eine neue Umweltbewertung kriegen. Das mit der Bodenbearbeitung, muss ich sagen, wir haben hier gemulcht, das ist Bodenbearbeitung, mulchen, ne? Unkraut können wir nicht. Unkraut können wir nicht bekämpfen, weil es auf der Wiese kein Unkraut gibt. Mehr. Und los. Ja. Wenn dann das Gras runtergesammelt ist, vielleicht. Dass sich dann ein Feldwert ändert. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir machen eine 87 hier schon. Wir sind insgesamt auf 82. pH, Stickstoff, Ertrag, ist gut. Bleiben wir dran. Beobachten wir es. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal gewaltig. Kommentare gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server von uns befindet sich unten in der Videobeschreibung. Seid ihr jederzeit herzlich eingeladen, um mit uns allen Kontakt aufzunehmen aus der Community. Abonnieren nicht vergessen, das ist bei YouTube ja völlig gratis. Und vielleicht habt ihr Bock und schmeißt mal einen Blick in meinen Shop. Über 150 Artikel erwarten wir euch da. Schnuppert mal ein bisschen durch, von Tassen, Käppis, Taschen über Bekleidung. Für jeden was dabei, denke ich mal. Ich war, bin und bleib der Schotte von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund
bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.